Heute machen wir mal einen Nutella-Stern. Und dazu brauchen wir 600 Gramm Mehl, 180 Milliliter Milch, 35 Gramm geschmolzene Butter, ein Würfel frischen Hefe. Ihr könnt auch eine Packung Trockenhefe nehmen, das ist auch okay. 120 Gramm Zucker, 2 Eier für den Teig und nachher ein Ei zum Bestreichen. Und Nutella, um am Ende dann die Platten zu bestreichen, bevor wir das Ganze zu einem Stern bzw. zu einer Blume formen. Als erstes geben wir in unsere Küchenmaschine alle flüssigen Zutaten rein, bis eben das eine Ei, was wir nachher zum Bestreichen brauchen. Dann den Zucker und die Hefe und während das Ganze verrührt, geben wir nach und nach das Mehl hinzu. So, nun haben wir unseren fertigen Hefeteig. Den machen wir jetzt noch von Knethaken ab. Ihr könnt das Ganze auch per Hand zusammenkneten oder mit einem Rührgerät machen. Jetzt kneten wir den Teig noch ein bisschen nach, bringen ihn in so eine runde Form und lassen das Ganze dann in der Schüssel für ca. eine Viertel bis halben Stunde gehen. Unser Hefeteig ist jetzt wunderbar aufgegangen und den müssen wir jetzt in vier ca. gleich große Teile teilen. Dazu können wir so eine Teigkarte nehmen und rollen jetzt unser erstes Viertel aus. Streuen unsere Arbeitsfläche mit Mehl. Mehlen unser Nudelholz ein und rollen das Ganze aus. Um eine schöne runde Form hinzubekommen, nehmen wir jetzt entweder eine Schüssel oder einen Deckel und drücken diese leicht auf den Teig und den Rest können wir dann mit so einer Teigkarte vorsichtig abschneiden. Das Ganze machen wir jetzt mit den ganzen vier Stücken, legen das Ganze beiseite. Unsere vier Platten sind jetzt fertig. Drei tun wir zur Seite und jetzt machen wir unsere Nutella auf. Kleines Unboxing. Und jetzt nehmen wir ein Messer oder so ein Silikonkältchen und bestreichen dann unseren Teig mit Nutella. Dann legen wir darüber die nächste Schicht und bestreichen dann jede Schicht bis auf die oberste, bevor wir das Ganze weiter verarbeiten. So sieht das Ganze fast fertig aus. Jetzt stellen wir nur noch ein Glas in die Mitte, drücken es etwas rein und schneiden das Ganze in gleich großen Stücken. Als nächstes nehmen wir uns den Teig und drehen das Ganze zweimal. Also einmal so, schwuppdiwupps, und ein zweites Mal. Und dann können wir das hier bisschen zusammenpappen außen und das machen wir jetzt ringsrum mit allen. So sieht das Ganze dann aus, sieht relativ schick aus und das Ganze bestreichen wir jetzt noch mit Eigelb und das Ganze tun wir dann bei 180 Grad Umluft für ca. 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Unser Nutella-Stern ist jetzt fertig, den können wir jetzt aus dem Ofen nehmen. So sieht er dann aus, wenn er fertig ist. Ich wünsche euch dann mal guten Appetit und viel Freude beim Nachmachen. Schau euer Locke von WHD. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal oder verbreitet und liked dieses Video. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Twitter besuchen. Und schaut auf unserem Blog vorbei, whd.com. Bis bald!